Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es einen österreichischen Klassiker. Wir machen Kaiserschmarrn. Und das Rezept gibt's jetzt. Zuerst benötigt ihr zwei Schüsseln und die vier Eier werden getrennt. In eine Schüssel kommt das Eiklar und in die andere der Eidotter. Das Eiklar wird zu Schnee geschlagen und danach rührt man 30 Gramm Zucker mit den Dottern schaumig. Und jetzt kommen noch 300 Milliliter Milch und 250 Gramm Mehl hinzu. Und nachdem ihr alles gut verrührt habt, hebt ihr den Eischnee unter die Masse. Und jetzt ist unser Kaiserschmarrnteig eigentlich auch schon fertig. Wir nehmen noch einen Esslöffel Butter, die kommt in die Pfanne und nachdem sie flüssig geworden ist, kommt auch schon der Teig hinein. Den Teig lässt man nun zuerst auf der unteren Seite anbraten. Da bitte darauf achten, dass die Hitze nicht zu hoch ist. Danach teilt man ihn in Viertel, so kann man die Teigstücke super gut umdrehen und lässt sie nun von der anderen Seite fertig ausbacken. Den fertigen Teig reißt man dann in Stücke und serviert den Kaiserschmarrn entweder ganz klassisch mit Zwetschgenröster oder Apfelmus.